Das Wahrzeichen der Brattler Berggräben ist das Rebhäusli. Das Rebhäusli hat man ursprünglich als Unterstand für Bannwart gebaut, wo während der Traubenernte im Herbst die Reben mit der Flinte bewacht haben. Ein Stein in der Nordfassade erinnert an die Trennungswirre anfangs der 30er Jahre vom 19. Jahrhunderts. Ein Ammonit an der Westfassade gibt Auskunft über die Geologie im Rebberg. Die Schichten gehören dem sogenannten Lias an. Bei Arbeiten oder Spaziergängen im Rebberg werden häufig Versteinerungen gefunden. Eine weitere Besonderheit in den Prattler Berggräben, allerdings nur Ende März, Anfang April, sind die Rebbergtulpen. Leider kommen die nur auf einer kleinen Parzelle in der Nähe vom Rebhäusli vor. Wie die Rebbergtulpe in unsere Gegend gekommen ist nicht bekannt. Sie kommt neben den Prattler Berggräben noch in vier weiteren Baselbieter Rebbergen vor. Die Rebbergtulpe ist nicht an Reblagen gebunden. Das zeigen auch der lateinische Name Tulipa silvestris, was so viel wie Waldtulpe heisst. Sie ist äußerst robust. Am besten wächst sie, wenn sie ruhig gelassen wird. Intensive Bodenbearbeitung, Einsatz von Herbizid oder übermäßige Düngung verträgt sie nicht. Heute stehen Prattler Rebbauern wie alle Winzer unter einem hohen Kosten- und Qualitätsdruck. Im Rebberg führt das zu Pflegemassnahmen, wo der Rebbergtulpen nicht förderlich sind. Heute hat der Löwenzahn im Gras zwischen den Reben die Rebbergtulpen abgelöst. Auch bei diesem Rundgang ist es einmal mehr aufgefallen, dass es einige Flächen im Rebberg gibt, auf denen keine Rebstöcke mehr stehen. Wenn die Lücken nicht geschlossen werden, könnte das längerfristig ein Problem geben. Umso erfreulicher ist es, dass wir auf dem Rundgang die Familie Graf getroffen haben, die auf zwei Parzellen Neupflanzungen vornimmt. Während in den Berggräben die Frühlingsarbeiten von diesem Jahr abgeschlossen sind, entsteht in den verschiedenen Kältereien der 2000 Elferwein. Der wird in den nächsten Tagen und Wochen erhältlich werden. Wir sind gespannt.